Vergitterte Fenster, Stacheldraht, hohe Mauern, Sicherheitszonen und jede Menge verschlossene Türen. Das ist der Arbeitsplatz von Seelsorger Josef Riedl. Der 50-jährige Steirer ist verantwortlich für die Nöte und Sorgen von mehr als 1000 Insassen. Natürlich ist es hier ein Sammelbecken von menschlichen Gräueltaten auch oft. Ja. Aber die Menschen, die diese Gräueltaten begangen haben, die sind Menschen wie du und ich in den allermeisten Fällen. Es sei denn, sie sind psychisch krank. Ne. Aber in den allermeisten Fällen sind es Menschen wie du und ich, haben Jahrzehnte unter uns draußen gelebt auch, sind weiter oft nicht aufgefallen. Also, ich habe das Relativieren angefangen. Wenn man nur die Zeitung liest und die Insassen dazu nicht kennt, zu den Taten, ja, ist man geneigt, schnell abzuurteilen. Aber wenn man dann redet mit den Menschen, die diese Taten begangen haben, sieht man das wirklich wesentlich differenzierter, wesentlich anders. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Mit den beiden Mesnern ist Josef Riedl auf dem Weg in die Anstaltskirche. Der eine ist ein Drogendealer, der andere ein Kinderschänder. Mit der eigenen Schuld umgehen zu lernen, das ist ein wichtiges Thema in den Gesprächen mit den Insassen. Die Hoffnung auf einen verständnisvollen, vielleicht sogar verzeihenden Gott ist groß. Die Frage, kommen Mörder in den Himmel, ist Knastseelsorgern nicht unbekannt. Die Insassen zweifeln nicht unbedingt daran, dass Mörder in den Himmel kommen können. Ja. Aber die meisten Insassen können sich nicht vorstellen, dass ein Mann, der Kindesmissbrauch, wegen Kindesmissbrauch hier sitzt, dass der in den Himmel kommen könnte. Ja. Und wenn so einer in den Himmel kommt, dann so sind sie der Meinung, dann haben sie dort selber nichts verloren, weil das denken sie nicht auswählen. Ja, natürlich, das ist schon ein Thema. Wie kann Gott mir verzeihen? Also mir selber auch. Ja. Es ist früher Vormittag. Die Gänge sind fast leer, ebenso die Zellen. Die meisten Insassen sind jetzt in der Arbeit. 20 eigene Betriebe gibt es hier am Gelände. Güter werden produziert, Autos repariert, für die Welt draußen, hinter den Mauern. Josef Riedl trifft seinen ersten Klienten zum Gespräch. Dieser Mann gilt als Einzelgänger. Sein Gesicht dürfen wir nicht zeigen, er will Bastl genannt werden, weil Basteln zu seiner Lieblingsbeschäftigung geworden ist in den langen Jahren hinter Gittern. Ich bin im November 15 Jahre in Haft. Ich habe einen Menschen ermordet, unter Alkohol und Tabletteneinfluss, und habe dafür eine lebenslängliche Freiheitsstrafe zu verbüßen, die allerdings nach der Anhörung vor 3 Wochen anscheinend für mich ein Ende finden wird. Also ich habe gute Aussichten. Ich habe das getan, ich habe die Tat begangen. Damit zu leben ist nicht immer das Leichteste. Man hat ja doch sehr viel Zeit zum Nachdenken und der Glaube hilft. Was soll ich sagen? Ich kann niemandem die Schuld geben an dem Ganzen. Vermisst habe ich mein Leben damit und es ist verständlich, dass bei aller Liebe niemand 15 Jahre durchhalten kann. Ja, die Familie ist weg, das Haus wurde verkauft, nur die Trennung von den Kindern, das hat schon sehr weh getan. Jahrelang hat der Mann mit fast niemandem gesprochen, sich völlig zurückgezogen und so den Weg zu Gott gefunden. Das ist erst im Laufe der Jahre gekommen, da in der Anstalt, wo man Zeit zur Besinnung hat. Dann der Tod der Mutter, die heilige Messe. Dort bin ich eigentlich weggegangen, aufgewühlt hingekommen und mit so einer inneren Ruhe in den Haftraum zurückgekehrt. Ja. Dass wir an dem Tag wahrscheinlich nichts mehr erschüttern hätte können und auch in weiterer Folge nicht. Sollte es zu einer Entlassung kommen, will er sein Leben ganz Gott weihen und um Aufnahme in ein Kloster ansuchen. Ich hoffe aber,
dass ich trotzdem zu ihm finden werde in vollster Beziehung und er mich dann so nimmt, wie ich bin. Wobei man natürlich eine kleine Träne ins Auge schießt diesbezüglich. Die bewegendsten Augenblicke sind immer, wenn ich im Gespräch mit einem Insassen mit ihm zusammen entdecke so die Spuren Gottes in seinem Leben. Wenn er dann selber draufkommt, da war Gott eigentlich mit dabei oder da spielt jetzt Gott mit oder jetzt kann ich Gott dankbar sein dafür, dass. Das sind wahrscheinlich die bewegendsten Momente. Ja. Seelsorger sein im Knast. Oft reicht ein Bündel Tabak oder ein verständnisvolles Wort. So bringt Josef Riedl neue Hoffnung über Mauern, Gitter und Stacheldraht.